da sind wir auch schon wieder. Wir sind nördlich von Svetloyarsk, der beschissenste Name im ganzen Spiel. Und das ist jetzt auch mal die Ansicht aus Gunshot. Also ich renne jetzt querfeld einen rum und ja, wir rennen im Partnerlook rum. Ne? Zwei Sweetjacken, du warst ja bisher jetzt gerade in so einem Out, ne? Also ich, okay. Dann sehen wir uns jetzt mal den Sonnenaufgang an, ne? So, der Loot in Svetloyarsk, ich hasse diese scheiß Namen. War okay, viel, was man da finden konnte. Wir haben sogar eine SKS für Gunshot gefunden. Und ich habe mich gerade verlaufen und müssen zurück. Aber den Aufsatz kann ich nicht sehen. Und ein bisschen Moon und alles. Also ich habe für meine Mosin schon wieder richtig gut Munition. Gunshot muss mir auch mit einem Revolver ein bisschen Moon rumlaufen und dann hat er seine SKS und dann mal sehen. Wir wollten auf jeden Fall erstmal nach hier oben und mal sehen, was hier so schönes ist, weil hier waren wir noch nie. Genau. Da auf jeden Fall der wunderschöne Sonnenaufgang von Daisy. Das ist cool, so. Bam, schon wieder. Bam, genau, Bam Headshot. Ja, das war's denn auch schon wieder. Beim nächsten Mal. Genau. Aber ja, wie gesagt, ich bin trotzdem auch wieder dafür, dass wir, egal wen wir sehen, ich frage zweimal friendly ab, reagiert er nicht, knall ich ihn ab. Tut mir ganz ehrlich leid. Bei dem, was wir jetzt schon wieder haben, habe ich keinen Bock, mich über den Haufen knallen zu lassen, bloß weil wir da vielleicht einen Befreundeten bei Daisy finden. Ja, also wenn wir nachher Richtung Airfield oder sowas gehen, oder Airstrip, dann kannst du davon ausgehen, dass die meisten Leute da eher ein bisschen aggro eingestellt sind. Also wie gesagt. Ich habe einen Grafikbug. Was? Ich mein Körper baut sich immer wieder neu auf. Ja, das ist bei mir auch so gerade. Okay, hier ist ein Strand. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein bisschen mehr. Hier ist ein bisschen mehr. Stimmt, okay, ja, ich wurde nicht enttäuscht, hier ist ein bisschen mehr. Die Straße verläuft da hinten im Nichts. Ja, dann lass uns doch zum Wasser gehen. Endlich mal waschen. Könnten wetten, wir stinken wie Sau. Nur du. Nur ich? Ja. Du hast ja das schwarze Deo-Spray schon weggeschmissen. Also als ich das erste Mal dich da ins Let OS. Boah, ich hasse diesen Wort. Ich nenn's einfach nur noch Sweet. Als ich dich da in Sweet gesehen habe, da dachte ich, du wärst ein Zombie und wollte dich eigentlich über den Haufen ballern. Ja. Ja. Selbst die Zombies haben das Kotzen gekriegt, als sie dich gerochen haben. Ja, das ist natürlich. Natürlich hart. So, und jetzt hier? Jetzt sind wir da, ne? Gut. Ja, wir sind da. Ja, wir haben es durch, ne? Ja. So, also wir sind jetzt ganz oben. Ganz nordöstlich, ne? Von der Map. Ja. Ja, dann gibt's hier ja jetzt an sich so eigentlich nichts mehr. Also jeder, der das schon mal sehen wollte, was hier so oben rechts ist, aber keinen Bock hatte, hinzurennen, wir haben's für euch getan. Idioten, ja. Sogar ein Partner noch rumlaufen. Genau. Wir haben uns gedacht, scheiß auf Tarnung, ne? Genau. Einfach mal in Orange mit an den Schultern sind Reflektoren dran. Echt? Was denkst du, was das sonst ist? Oh, das sind ja, keine Dienstgradabzeichen. Scheiße. Ja. Ist auch egal, wir sind Survivor, wir müssen überleben. Oh, warte. Jetzt hat meiner Hunger. Ja, ich könnte auch mal was essen, was trinken. Ist alles so voll hier. Was nehme ich denn? Was nehmen wir eigentlich als nächstes Ziel? Ich würde sagen, wir. Siehst du links von, also westlich von Svetloyarsk oder Sweet, wie auch immer, diesen kleinen Punkt mit dem Kreuz? Du meinst nördlich vom Airstrip? Ja, nördlich vom Airstrip und von da aus könnten wir dann zum Airstrip oder übers Airstrip nach Krasnostav. Ja, lass uns erstmal da die 2 Kilometer nördlich vom Airstrip hingehen. Okay, gut, würde ich mal sagen, den blöden Rückweg werden wir euch jetzt mal nicht auf die Nase binden, also
wenn irgendwas Interessantes passiert. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir sind jetzt ungefähr 2 Kilometer nördlich vom Airstrip, vom... das ist ein bisschen, ja, das ist westlich von Sweat. Oder Sweet, wie ich nenne es, wie ihr wollt. Also den ganzen Namen werde ich definitiv nicht mehr aussprechen. Da breche ich mir noch die Zunge. So, wir sind jetzt ein bisschen nördlich von so einem kleinen Dorf, in so einem kleinen Waldstück. Und wir wollen jetzt mal gucken, was sich da so an Loot befindet und ob wir was zu essen kriegen. Weil das sieht schon so ein bisschen mau aus bei uns. Den gehen wir schön vorsichtig da mal rein. Gucken wir erstmal über die Anhöhe, ne? Versuche Sträucher mit auszunutzen. So, ich werde schön von der Sonne geblendet, wenn ich nach links gucke. Ah, links scheint frei. Ja, rechts kann ich noch nicht ganz rüber gucken. Ich sehe schon die ganzen Häuser. First person. Okay, halt mal kurz einen Blick auf das Dorf. Ich werde mal kurz hier links alles checken. Okay, keine Bewegung. Erstmal so können wir rein. Ja, wir sind halt noch ziemlich weit nördlich. Da denke ich mal, dass hier auch noch nicht allzu viele Leute rumlaufen. Da war es wieder. So ja. Das ist genau das letzte Mal, wo. Ja, das haben wir euch ja schon erzählt, wo ich zu dir ins Dorf gegangen bin und dann einen Headshot gekriegt habe. Okay, ich gucke erstmal ums Haus. Ist ja zweckmäßig, wenn man einfach so mal um die da rumrennt. Man kann natürlich auch rumgucken. Ich geh schon mal rein. Jo. Da liegt jetzt das Rechte davon. Was haben wir hier? Halt auch mal ein Auge auf die Fenster. 357 mm. 20. Oh, das ist für meinen Revolver. Ja. Jo, eine 20er Schachtel habe ich gefunden. Nice. Hier haben wir, was haben wir hier? T-Shirt ist damaged, lohnt nicht. Ansonsten ist hier nichts. Und dann Bett ist auch nichts. Türen scheinen alle zu sein. Also, weiß ich nicht, aber wir sind halt nördlich vom Airstrip, also wie gesagt, hier könnten auch Leute durchkommen. Ups. Gut, ich komme wieder raus. Ja. Du bist Haus, ich war im Haus links davon. Da ist aber nichts drin gewesen. Ich gehe jetzt in dem Haus weiter südlich. Ich nehme das rechts daneben. Gut. Aber halt erstmal einen Blick dann in den Wald rein. Problem, ne? Man spielt die ganze Zeit vorsichtig und irgendwann lässt man das sein, weil ist ja die ganze Zeit nichts passiert und dann kriegt man dann schön eins aufs Gesicht. Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber hier in dem Haus hört der Boden auf. Und ich hab Gras in der Hälfte vom Wohnzimmer. Ja, noch ein bisschen buggy anscheinend. So, wenn wir auf den Hügel weiter südlich gehen würden, dann würden wir auch schon die Hangars sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da erstmal hin will. Und die Uhrzeit ist das bestimmt schon erstmal alles gelootet. Da es ja mittlerweile auch hell ist, dann sind da bestimmt mehr Leute drin. Du bist jetzt hier im Haus rechts von mir, ne? Ja, ich ja. Auch ich, genau. Jetzt sind das große Ding hier. Wenn ich da rein darf. Darf ich da rein? Ja, klar. Nee, warte mal. Ich... Schön, du musst... Ja. Schön, dass du da unten durchgebackt bist. Ja, ja, ist es... Haben wir hier einen roten Motorradhelm und nochmal einen weißen. Okay, die brauche ich aber nicht, meiner ist gut. Spite. Ich will was zu essen.
Ja, so ein großes Haus links davon. Ich habe meinen Raincoat mal gegen einen Hoodie getauscht, weil der grau ist. Dann bin ich einfach nicht mehr so gut aufzuklären. Okay. Nochmal 20 mm, nochmal meine Munition von Revolver. 20 Schuss. Gut. Dafür habe ich jetzt langsam genug. Aber zu essen finde ich noch nichts. Hast du schon was? Ja, ich habe eine Dose gefunden. Und Pepsi. Ja, die verrottete Orange lasse ich liegen. Da hungere ich lieber. Kann ich hier. Oh, guck mal. Eine SKS wieder. Pristine und meine ist. Auch Pristine. Von daher, hier ist was zu essen. Badly damaged die Carbas. Ich glaube, ich schmeiß den scheiß Kochtopf weg jetzt. Oder? Wörter oder was? Ich bin voll. Ja, dann schmeiß ihn weg. Noch kann man, glaube ich, nicht verwenden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Kann ich nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Draußen. Mhm. Wo bist du? Ich war gerade im großen Haus rechts davon. Bin jetzt in so einem kleineren, eingeschossigen. Also in dem roten warst du nicht drin. Doch. Achso, du warst in dem roten. Das ist, ja, also in dem großen, zweigeschossigen. Mhm. Okay, dann gehe ich weiter. Ich hab Thunfisch gefunden. Ist ja schon die Tür offen. Ja, aber wenn die Tür offen ist, dann war ich da schon. Ja, dann bin ich doch mal zu dem anderen. Ja, also loot-technisch so lala. Oh, ein bisschen was zu essen habe ich ja gefunden. Ich hab eine Spraydose, also wenn du willst, kannst du dein Gewehr gleich nochmal ansprühen. Jo, sehr geil. Welche Farbe? Schwarz. Schwarz, nimm mal mit. Noch eine Dose. Ich hab noch eine Dose mit Spaghetti gefunden. Und hier portable Gaslampe, die kann ich wieder verbinden mit dem Medium Gaskanister. Ah, sehr geil, jetzt haben wir eine Lampe gemacht. Super! So kannst du die Leute anlocken. Du stellst das Ding irgendwo ab und sicherst einfach den Bereich, wo die Lampe ist. Und dann guckst du halt, was da für ein Typ ankommt. Wenn wir da wieder so einen haben, der einfach alle möglichen Leute erschießt, können wir dem einfach mal zeigen, dass es auch anders geht. Naja, das ist aber, wie willst du das wissen, dass er andere Leute einfach so erschießt? Ich hab da eine Nase für. Ah, okay. Okay. Und eine Liste für ich. Eine Liste, die schwarze Liste. Die schwarze. F-Note, ne? Ja, ich denke, wir sind hier mit Looten fertig. Okay. Da hinten in der Richtung warst du schon komplett? Ja, da ist ja nur noch das Haus. Okay. Gut, dann gehen wir mal, lassen wir hier rein, geben wir mal die Dose. Willst du gleich hier essen oder was? Nee, die zum Dingsen, zum Färben. Ruhig zu sein, alles.
Okay. Warte mal. Ich kann die Spreekanone, die Spreekanone, jetzt haben wir es wieder. Du hast es schon wieder gesagt. Ja, die Spreedose nicht auf meine Waffe benutzen. Okay. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich vielleicht, weil ich sie in der Hand trage. Ja, nimm sie mal aus der Hand raus. Nö, ich kann die nicht einfärben. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt an der SKS liegt, dass man die nicht einfärben kann oder was? Weiß es nicht. Egal, ich halte den Kram erstmal so, wie er ist. Okay, bist du soweit? Jo. Dann lass uns die Freifläche hier vorne überspringen. Und dann direkt da vorne in den Wald rein. Okay, bist du soweit? Jo. Los. Okay. War ja easy. Mhm. Bist du wieder hungrig oder was? Nee, warum? So, ich dachte schon. Nee, das sind Fliegen. Mein Magen war das nicht. So, muss gleich los, ne? Jetzt weiter zum Erststrip, ne? Wollen wir jetzt gleich weiter zum Erststrip oder wollen wir das in der nächsten Session machen? Wir können noch zum Erststück gehen. Okay. So lange dauert das nicht. Wieso ist Boost ausgegangen? Ja, ich will erstmal gucken. Die müssen hier ganz dringend im Spiel noch Zigaretten implementieren. Wie cool wäre das denn, oder? Lass mal Raucherpause machen. Alles klar. Hinsetzen. Du willst mal nicht schmücken. Und dann verkackst du hier an Lungenkrebs, verstehst du? Ja. Hast du tausend von Zombies getötet. Was weiß ich, war so lange überlebt und dann kriegst du auch immer Lungenkrebs. Genau. Da hilft dir denn auch keine Carbon-Tablette mehr. Hab ich gerade Carbon gesagt? Ja, irgendwie schon. Ja, ist egal. Jetzt gibt's Carbon-Tabletten. Genau. Wird ab morgen eingefügt für uns. Wir kommen auch durch diese riesige Anlage von Geröll durch irgendwo oben, oder? Da ja, doch, da, ja, ja. Dazwischen. Ich sehe schon von hier, da kommen wir zwischendurch. Das ist auch das erste Mal, dass ich hier über diese Posi zum Airfield gehe. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob das auf deiner Map einsehbar ist. Auf meiner ist es einsehbar. Ich habe jetzt genau die gleiche auf wie du. Also ich habe jetzt auch die neuere auf, weil da halt Sweat nicht mit drauf war. Hm. Aber ich finde die andere halt besser, weil da die Höhenunterschiede mit drin sind. Also besser mit drin sind. Hm. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Sniper, die Airfield bekämpfen. Hoffentlich nur einen, weil du. Ich kann nicht großartig snipern mit dem Teil. Ich habe ja noch nichts drauf auf der Waffe. Du bist ein bisschen nahsicherer. Ja, so. Ja, mit dem Revolver kann ich jetzt 50 Leute totknallen. So, kein Problem. Ja, von hier aus sehen wir das Airfield sowieso noch nicht wirklich. Da hinten. Da hinten ist es. Siehst du das? Warte, welche Richtung? Also Richtung Süden jetzt, direkt einfach runter, bisschen ja, links. Ja, ich sehe das Gebäude. Hm. Ist klar. Ja, das Blöde ist, von dieser Position können wir jetzt nicht direkt dahin. Da müssen wir halt
quasi über die Freifläche laufen, aber wir können uns ja erstmal umgucken. Aber wenn wir, da kommen wir überhaupt gar nicht drum rum. Das Einzige, was wir nutzen können, wenn wir ein bisschen rechts übergreifend gehen, können wir noch so ein etwas langgezogenes Waldstück nutzen. Ist zwar nur ein schmaler Pfad, aber so lang hätten wir am meisten Deckung, wenn du es auf der Karte siehst. Ja, wir können erstmal gleich die Straße überspringen und da können wir uns ja einen Überblick verschaffen. Jo. Aber erstmal kurz mal beobachten hier. Da rechts scheint soweit frei zu sein. Bei mir auch. Also links. Jo. Ja, frei. Hier ist ja so eine blöde Anhöhe vor uns. Entweder ist das links jetzt das langgezogene Waldstück, was da mit reinführt, oder das rechts da? Ich glaube, das links eher. Oder? Können Sie ja prüfen. Zur Not können wir auch nochmal umdrehen. Ja. Wo wollen wir zuerst lang? Links, ne? Gehen wir erstmal links lang, ja. So. Und wir sehen uns gleich nochmal. So, da sind wir auch schon wieder. Wir sind jetzt ein bisschen nördlich von Airstrip. Und ja, haben jetzt keine gute, wirklich gute Position gefunden, womit wir das beobachten können. Müssen vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen rumgucken. Wir werden uns jetzt hier gleich erstmal ausloggen. Und dann seht ihr den Rest beim nächsten Mal. Oh, da sind gleich die ganzen Türen zu ihr. Geht's. Okay. Wir sehen sie nix. So. Dann werden wir mal ausloggen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Positives, negatives Feedback gerne in die Kommentare, damit wir damit arbeiten können. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bastio und euer Gunshot.